Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 12. Dezember. Ich kann es ja fast gar nicht glauben. Die Hälfte dieser kleinen Videoserie ist schon wieder rum. Es sind nur noch 12 Tage übrig. Heute möchte ich mit euch über Feuerwehr sprechen. Die Firma, die diesen Rucksack da, den hinter mir, produziert. Aber auch diesen hier. Das ist das kleine Modell, das heißt Karl. Und das da hinten, das ist Eric. Eric habe ich schon ein bisschen länger. 2017 kam der bei mir an. Und eine faszinierende Tasche für mich. Sie ist aus Feuerwehrschlauch und sie ist nicht kaputt zu bekommen. Diese Taschen sind unzerstörbar. Mir ist wirklich nicht klar, wie diese Firma überhaupt noch im Geschäft sein kann. Weil man muss keine neuen Taschen kaufen. Man kauft eine Tasche fürs Leben. Das ist die kleine Version mit einem Klettverschluss und einem Innenfach, das so ein bisschen Unterteilung bietet. Da passt beispielsweise ein iPad Mini rein oder ein größeres iPhone. Das nimmt sich ja fast nichts. Hat so einen Klettverschluss, der so ein bisschen höhenverstellbar ist, ja schon in den Abmessungen, aber die Tasche bleibt kompakt. Sie hat natürlich so einen Tragegurt, hätte ich es fast genannt. Das ist ein Sicherheitsgurt, so ein Anschnaller. Auch der reißt nicht ab oder reißt ein. Diese Tasche ist allem ausgesetzt worden, also nicht diese, sondern diese da. Und die Kinder haben sie zwar schmutzig bekommen, aber nie kaputt bekommen. Ich habe da schon nasse Klamotten nach dem Schwimmen mit transportiert oder Einkäufe. Und ich erwarte mir, weil die sehr ähnlich ausfallen, die gleiche Qualität von dieser Tasche über die nächsten Jahre. Wenn nicht über das nächste Jahrzehnt sogar. Nicht ganz leicht vom Gewicht her, wiegt so 700 Gramm, aber bringt halt auch alles unter, was man so täglich mitnehmen muss. Was auch der Mann täglich dabei haben muss. Das ist Karl von der Firma Feuerwehr. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wie immer wieder.